Ich weiß, warum man das europäisches Hawaii nennt. Was ist das? Ah! Mein Gott! Und jetzt geht's zu einer wunderschöne heiße Quelle, die ist irgendwie 40 Grad heiß. Okay, weiter. Das ist voll genial. Wir färben hier nur unsere Stoffbeutel. Soll ich mal mit dem Löffel da drin rum? Jetzt hört mich, wenn ich nein, den Kaffee muss ziehen. Das sind einfach Trompetenblumen. Das ist einfach so ein ganzer Baum. Ja, lass mal rein. Wow. Das ist voll schön. Hey, hier wächst Bambus. Hier, Micha, da ist die Wohnung. Weiter. Folgen Sie mir. Indiana Jones. Abonnieren Sie jetzt, um mehr von Indiana Jones zu sehen. Erzähl mal, was gerade passiert ist. Wir haben einfach Essen bekommen. Ja. Wir haben den Null verstanden, aber die so komm. Und dann haben wir uns Essen gegeben. Jetzt sitzen wir hier in so einem total dekorierten Häuschen. Wir haben Bier bekommen. Keine Ahnung, was hier kalt passiert ist. Und alles umsonst. Schwarzer Strand! Let's go! Weißt du? Oh, die ist eine Zunge! Ach krass! Sieht sie die Zunge? Endlich! Oh, du weißt ja nicht, wie ich das noch? Oh, das ist bald so das Essen gecheckt. Ich hätte immer was gekriegt, ne? Das ist so crazy. Oh, der weiß halt, man sieht das. So Leute, Aufklärung. Diese Stadt ist einfach nur Hammer. Hier, Mann, das muss hier rein, Leute, nicht hier auf dem Boden. Ey, das muss jede Stadt haben. Ey, wirklich, das ist richtig geil. Hallo! Hallo! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alles gut? Warte, ich helf dir. Jawohl, ich hab einen Mensch gerettet. Das ist ja einfach. Leute, wir kümmern uns jetzt schon zum Schlafplatz. Guckt euch das mal an. Da sind irgendwelche komischen Blätter, die aber auf dem Boden lagen. Ganz frisch haben wir jetzt erstmal hier raufgepackt, weil der Boden sehr dreckig ist. Ja, das wird unser neuer Schlafplatz für heute. Schlaft gut. Ja, das war unser Schlafplatz. Jetzt gehen wir erstmal schön schlafen.
Quatsch, was sage ich da überhaupt? Jetzt stehen wir auf und jetzt geht's zu einer wunderschöne heiße Quelle, die ist irgendwie 40 Grad heiß. Ja, da gehen wir mal jetzt mal hin. Schlafplatz war grausam, wirklich. Die Mücken haben uns kaputt gestochen. Ne, da war unser Schlafplatz, dann sind wir hier reingegangen. Ja, genau. Aber eigentlich war es sehr warm hier. Ja, das ist jetzt noch der Blätterplatz hier. Ja. Hier ist gerade Andi duschen gegangen beim Wasserfall. Auch richtig schön. Richtig cooler Typ. Ja, nächste Tour, ne? Jemand hat uns wieder mitgenommen. Geil. Ich hab einen Sitzplatz. Stimmt. Ist bestimmt sicher so. Also mit meinem Gurt hab ich vergessen, aber... Ach, Gurt braucht man nicht. Ich habe in einem Wasserfall geduscht. Der ist trocken, ich bin einfach im Geländewagen gefühlt. Junge Andi, wo sind wir hier? Auf einer Insel mitten im Meer. Ja, wirklich. Guten Morgen, Freunde. Hallo YouTube. Hallo Welt. Wir pflücken hier gerade französischen Tee. Und daraus, wenn ich das richtig verstanden habe, wird auch schwarzer Tee gemacht. Und wir machen natürlich grünen Tee. Das heißt, wir pflücken uns ein paar Blätter und kochen den dann später, beziehungsweise lagern den Tag im Rucksack, legen den vielleicht noch mal kurz in der Sonne und dann gibt's morgen schön Koffeine. Mega. Boah, jetzt geht's erstmal zu den heißen Quellen. Ich schön warm. Geil. Quelle, Quelle, Quelle. Hier gibt's, glaube ich, 5 Quellen. Einmal, glaube ich, 40 Grad, dann 25 Grad und noch ein paar andere. Das sieht, glaube ich, richtig schön bei dem tropischen Ort hier. Oh, ein Wasserfall gibt es hier auch. Boah, ist der heiß? Ein heißer Wasserfall. Oh, das wäre ja so cool. Hammer. Ja, Leute, wir haben auch gerade von so einem Bewohner hier auch einen Tipp bekommen. Wir sollen ein Vulkandorf besuchen. Stimmt. Das soll wohl richtig schön sein. Ich weiß nicht genau, was sie jetzt da haben. Hm. Ja, einfach eine Stadt oder ein Dorf im Vulkan. Auch sehr interessant. Das klingt auf jeden Fall verdammt nochmal idyllisch. Es ist einfach ein warmer Wasserfall, Leute. Was ist das? Das ist die schönste Dusche, die ich je hatte. Es ist nicht kalt, wie immer im Wasserfall. Leute, ihr seht einen Schwefelwasserfall. Das ist Rarität. Hinter dir, Micha. Und nicht mitgenommen. Schade. Weiter geht's. Man muss eigentlich so machen. So, das ist stimmt, stärker melden. Als der hier. Ja, stimmt. So, eine Frage bitte. Ja, wir sind jetzt wieder beim Wasserfall angekommen. Es ist wunderschön, Leute, hier. Micha, hast du vielleicht noch einen Haken für mich? Oder hast du auch nur eins? Willkommen bei Indiana Jones. In dieser Folge suchen wir einen Schatz. Suchen wir einen Schatz. Aus Gold. Aus Gold. Wow, Alter. Oh mein Gott, hinter uns bricht alles. Schaffst du es? Ja. Yay. Jetzt geht's weiter, Leute. Hakuna Matata. Ich muss sag ich gern. Das heißt, keine Sorgen. Bis morgen.
Cool. Andi und Micha. Das ist, glaube ich, Schwefel. Oh, ist voll heiß. Aber wir sind, glaube ich, hier in der Nähe von Vulkan. Und das ist, glaube ich, die Hitze. Das, boah, das ist richtig heiß, ne? Vulkangebiet hier. Boah, heftig. Das sind alles, ja, Ingwer-Pflanzen oder Schmetterling-Ingwer nennt man die. Überall auf dieser ganzen Insel ist das. Leider keine essbare Ingwer. Aber das ist einfach so schön, Leute. Wirklich richtig schön. Hier sind einfach heiße Stellen. Ich habe mir gedacht, ich mache mein Essen einfach dort warm. Es ist einfach heiß. Alter, das ist voll heiß. Wow. Ich komme da gar nicht ran, glaube ich. Das Essen ist fertig, Leute. Ich mache schon mal hinter die Kulissen Video. Ich will andersrum. Heiß. Sauna. Ja, einfach mal die Hitze nutzen vom Vulkan. Voll geil. Leute, es ist einfach kochendes Wasser. Da will ich rein. Eine Runde peelen. Boah. Schaut mal, Leute. Hier leben die Menschen. Richtig krass. Na? Voll süß. Voll süß. Hier passen, die haben die alle zusammen gefärbt. Das ist süß. Schmelzen. Die schwarze ist süß. Die kleine. Sind alle frisch. Die schwarze kleine, das Gesicht ist so. Ihre Zunge guckt raus. Oh, guck, ich sehe sie. Deine Babys wachsen perfekt. For free?